Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fresh Flicks spielt The Secret of Monkey Island Special Edition. Heute versuchen wir doch endlich mal auf dieses Schiff zu kommen. Mit Hilfe dieses Necklace, also Halskette. Dafür müssen wir aber erstmal mit dem alten Sack sprechen hier. Okay, we're here. Now what do you want from me? Könnte ich den Halsband haben? May I please have that necklace? No. But thanks for asking so politely. Kein Problem. Oh, come on, please. You can beg all you want, but you can't have it. Pretty please? You can beg all you want, but you can't have it. Pretty please? You can beg all you want, but you can't have it. Pretty please with sugar on top? Oh, all right, you big baby. You can have it. Hey, what good's a necklace if you don't have shoulders? Pretty please with sugar on top. This feels weird. Egal. Wir haben unsere Halskette. Ah, jetzt sind wir unsichtbar. Okay. Die damals sahen nicht so gruselig aus wie heute. Wo man wirklich die ganzen... Okay. That doesn't seem to work. Was? So, was haben wir denn hier? Geisterfeder, Geisterhuhn, Geisterschweinchen und andere komische Sachen. Walk to Ghost Feather. Ich will die haben. Pickup. So, wir haben die Ghost Feather. It's locked tight. Must be something important down there. I don't see anything special about it. Except that big glowing voodoo anti-root design. Ah, okay. Also, da ist die Wurzel drin und die brauchen wir. Wir müssen jetzt erstmal... Feder. Take. Krog. Gucken wir mal, können wir das öffnen? Oh. What's that? What was that? Da ist der Chuck. Scheiße. Haben wir da nicht irgendwas? Können wir den... Genau. So hat das funktioniert. Weil wenn wir den versucht hätten... Oh. Was ist das? Anything special about it? Okay. So. Benutzer. Ja. Jetzt sind wir hier unten. I can't move it. Sollst du nicht move, ey? Also, genau. Gucken wir uns jetzt mal meinen Alter an. Und die Ratte ist besoffen. So, Frittierfett. Warum auch nicht? It's all over my hands. Egal, wir haben Frittierfett. Essen wir. Können wir das essen?
That doesn't seem to work. Okay, schade. Also früher war noch Sprechen, oder früher, was heißt da? In Monkey Island 3 konnte man mit dem Sprechensymbol aufessen. This should stop it from squeaking. Genau. Oh, good, more inventory. Yay! So, Leute. Wir können uns jetzt auf den Weg machen. Können wir dem Geisterwerkzeug die Kiste öffnen? This should do it. Yay! I can't pick that up. I'll just grab this old root and be on my way. Okay, jetzt schnell weg. Okay. Das könnten wir sogar schaffen heute mit dem Ende von Monkey Island. Jetzt muss ich nur wieder zurücklaufen. Da seht ihr... Ach, genau hier war das. Leute, wenn ihr genau hinguckt, seht ihr da drüben... Also da, wo Galba steht. Also ich zeige es nochmal mit der Maus. Grim Fandango, neben einem Affen. Super lustig. Aus dem Grim Fandango. A long walk, a brief row and a short hike later. Ah, endlich. Ich versuche Grim Fandango auch noch zu spielen. I got the root. Hab ich schon nie gespielt. Wow. Look, he's not kidding. Here it is. He's not such a wimp after all. Was? Come on, let's go make the brew of the fermented root. Wait here, we'll be right back. Yeah. Yeah. Ein Dreck auf Kaffee. Nice monkey. I got the root. I'm not a such a wimp after all. I'd love to have you stuffed. I'd make a fortune. Nice monkey. There it is. One squirt of that stuff and the ectoplasm really hits the fan. Fan, if you have any left over, it's delicious with a little vanilla ice cream. Good luck. Thanks. Diese Amerikaner. Das weiß ich auch nicht. Das müsste ich eigentlich mal ausprobieren. Root Beer. After some more furious paddling. Root Beer mit Ice Cream. Oh. You scared me half to death. Balmy weather, we're having, isn't it? I have a taste of root beer, the you evil spirit. What happened to the ship? They all left for the wedding. The wedding? Which wedding? Wo ist die Hochzeit? Warum bist du noch hier? Why are you still here? My head fell into the lava there, and I had to chase after it. And when I came back, they had gone. Mm-hmm. Shame, too. I hate to miss the wedding. What wedding? LeChuck is marrying the governor of Malay Island. What? Das müssen wir aufhören. But how will they... Where's the wedding? There's a lovely church on Malay Island. They're headed there. Malay Island? Oh no. I've got to go after them. I've got to stop that wedding. Bye. Bob! What are you doing here? Oh, I missed the boat to the wedding. Hey! No problem! We can take mine! What? Let's go! Hey, Du hast ein Schiff? Nimmst du mich mit nach Mealy Island? Wie bist du ohne Kopf hier reingekommen? How did you get in here without a head? I have a head. If you have a ship, why are you waiting to be rescued? Das ist klasse. Why heck, if you're stranded, you've got to be rescued. Says so in the rules. Okay. Will you take me to Malay Island? I'll lend you my ship, if you promise to rescue me with it. Okay. Okay. Well, let's go!
Teil 4, Finale. It was easier than the trip to Monkey Island. Das war sicherlich einfacher als hier. I wonder where Toothrot's gone to now. I'll have to stop the wedding by myself. Okay. Wir sind jetzt wieder auf Mealy Island. Herzlich willkommen zurück. Yikes. Oh. Hey! Wait a second! Interesse an etwas? Malz Bier, Sir? Ich habe hier etwas gegen Mundgeruch. Willst du mal einen tollen Trick sehen? Schluck dies, Glibbergeist! Wanna see a neat trick? Gosh, yes! I love magic tricks! Cool. Bäh. Und der suchekönigliches Gespenst. Excuse me. Do you have an invitation to the wedding? Do you have an invitation to the wedding? Aber natürlich, nein, ich bin ein ungebetener Gast. Nein, aber ich habe hier dieses tolle Malzbier. Dumm, die steckt in einer anderen Hose. No, I'm a gatecrasher. Gatecrasher. Bye now. Not so fast, buddy. You don't look very ghost-like to me. You're very pink. It's a sunburn. Ja. You don't sound much like a ghost either. Could you wail and moan or rattle some chains or something? Au, meine Ketten sind gerade in der Reinigung. Say, you sounded out like my dog. But where's that dank musty beyond the grave ghostly smell? Den übertönst du mit deinem tödlichen Gestank. Ach der, ich ziehe nur rasch meine Schuhe aus. Das neue Malzparfüm, willst du mal probieren? Oh, that. Just let me get my boots off. No, never mind. If you're really a ghost, prove it. Let's see you pop your head off. Ich könnte den Verschluss vom Malzbier abnehmen. Well, oh, forget it. This stuff's great. Tatsächlich. Watch out, LeChuck. There's a new sheriff in town and his name... Hey, I better get to the church. Ja. Yeah. Auf geht's. Zur Rettung. Nein. Is there be any man with me? Isn't that these two? This people reason. Should not be united in blissful matrimony. Let him speak now, or forever hold his peace. Die Füße. Der Gatte ist kein Gentleman, der Gatte ist kein Mensch. Elaine, haltet die Hochzeit auf! Stop the wedding! Hey! Who's that? You! Da fällt mir ein, ich muss dringend zum Zahnarzt. Bitte töte mich nicht, nimm dies, du geistloses Gesocks. Ich bin gekommen, um Gouvernent Marinade zu retten. Nimm dies. Take this, you vaporous voodoo vermin. Take what? Are you trying to bribe me? Governor. Governor. Governor? What's going on? Oh, Guybrush, you mad fool. I'm impressed you came to rescue me, but it really wasn't necessary. I had everything well in hand. Unfortunately, your arrival has made it necessary for me to tip my hand early. How? Who? But... If you're here, then who's that in the dress? Nein, das sind zwei... What? Don't scare them! They have my ghost sack and root beer bottle! Oh, I'll get it! Oops. Totally. Oh, nice going, Guybrush. Now I've got to chase them down to get my voodoo root beer back. But... I... Hey!
You dared come here and confront me? I can't believe your audacity. Und ich kann deine Dummheit nicht glauben. Da fällt mir ein, ich muss dringend zum Zahnarzt. Bitte töte mich nicht. Nimm dies, du geistlos Gesocks. Ich muss die Heirat aufhalten. Well, I can't believe your stupidity. Yeah? Well, I can't believe your frivolity. Und ich kann deine Frechheit nicht glauben. Deine Grobheit. Deine Faulheit. Deine Narrheit. Deine Blödheit. Deine Bosheit. Deine Faulheit. Well, I can't believe your alacrity. Yeah. I can't believe your mobility. And I can't believe. Well, I can't believe your enormity. Yeah. Well, I can't believe your fragility. Well, I can't believe your validity. Ah, I grow tired of you. Was? Say now. Let's not be hasty. Die Faust ist krank. Und er fliegt. Hui. Oh. Nein. Lass mal das Bier. Der komplette Chuck noch angeflogen. Ja, ist super. Jetzt bitcht er uns nochmal weg. Hui. Genau da müssen wir hin. Good to see you, son. How's the ship? If you're interested in trading up, I can give you a fair price for it. Howdy, partner. You know, just... Okay, and looking at you, I can tell you're a real man. A man with an eye for quality. A man who knows a good bargain when he... Nimm. Oh, take that, bitch. Sofortige Wiederholung. Boom. Luftansicht. Boom. Weep. So schön. Hey. Yikes. Yeah. Oh, don't sneak up on me like that. Sorry. That's okay. No. In alt. You know, LeChuck was a different, obnoxious, slidery, creepy, crawly sort of a guy. What's that? He sure looks nice exploding against the night sky. Yes, it's very romantic. Can I buy you a root beer? Sure. And there's more at Stan's. Gosh, I hope Stan's okay. I wish my crew could have seen this. You know, I can't shake the feeling that Guybrush was somehow responsible for that big rock sinking the ship. That's our end of. As soon as we find a way off this island, we're gonna have ourselves a little chat with Mr. Threepwood. Die sehen wir zum Glück erst wieder im vierten. Let's get out of this hut first. At least I learned something from all this. What's that? Wie ich mit Ärger, Enttäuschung und beißendem Zynismus fertig werde. Es ist nicht die Größe des Schiffs. Zahl niemals 50 Mark für ein Computerspiel. How to deal with frustration, disappointment. Hat ja zum Glück ein bisschen weniger gekostet. Die Special Edition. 20 Euro. That sounds like something my husband would say. Ah.
Party an, ja. Bam, bam. So gut. So gut. Spiel durch Spiel, geil. Das nächste Let's Play, was ich abhaken kann. Es war doch schön. Ja, es tut mir leid, Leute, dass ich vielleicht nicht alles ausprobiert habe, nicht alles angeguckt habe, nicht alles angefasst habe. Aber ich glaube, das hätte es entweder erstens das Let's Play noch ziemlich lange hingezogen und zweitens kenne ich das alles schon und es sollte eh doch dann mehr ein Walkthrough werden. Ein kommentiertes Walkthrough. Können wir das nochmal in Alt gucken? Natürlich. Additional Testing. Sam and Max appear courtesy of Steve Mouse. Ja, und das war dann doch Monkey Island, Leute. Also es ist ein super klasse Spiel. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen, der auf Adventure steht. Jeden, der auf Adventure steht und der das noch nicht gespielt hat, sollte es auf jeden Fall mal machen. Vor allem jetzt mit der Special Edition, da muss man sich nicht mehr mit dieser alten pixeligen Grafik abgeben. Aber ich meine, das ist ja heute sowieso in. Guckt so Minecraft und sowas, da steht doch jeder voll auf Pixel. Pixel sind neu, cool, in. Dominic Armato, Earl Bone, The Ghost Pirate, Chuck. Oder Sheriff Fester Scheintop. The Voodoo Lady und Carla the Swordmaster hatten dieselbe. Meat Hook and his Tattoo. Ah, das Tattoo hätte ich gerne sprechen hören. Und leider nicht mehr, ich hab's voll vergessen. Bridge Troll, Freddy Man, Lo, Jojo the Monkey, alles Roger L. Jackson, Pirate Leader 2, Rat, Spiffy the Scumbar Dog, Alfredo Fettuccini, Bob the Ghost Pirate, Lookout, Ghost Priest. Ach ja. Ja, was kann man sagen? Also ich finde die Special Edition teils ziemlich gut, teils nicht so. Die Musik wurde super geil neu gemischt, der Grafiklook, ja gut, die Umwelt gefällt mir sehr gut, was sie aus Guybrush gemacht haben. Fand ich überhaupt nicht toll. Sah aus wie so ein Wurst. Ja, aber trotzdem so, auch die Vertonung auch super 1A geil. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist der zweite Teil dann doch ein bisschen länger geworden als der erste. Ich habe jetzt nicht so lange gebraucht. Aber egal, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Abspann. Es gibt ja nicht so viel zu sagen. Es ist ein Adventure mit einer super geilen Story. Eine legendäre Story, die es ja bis heute noch geschafft hat zu überleben. Leute, ganz ehrlich, die Leute schreien immer noch nach einem Monkey Island von Ron Gilbert. Bill Murphy. Charlie Murphy. Ja. Von Ron Gilbert und Tim Schafer, ja, genauso wie das. Ja. Aber sie werden nie eins bekommen. Schade. Telltale hat schon eine gute Fortsetzung geliefert. Ich habe es jetzt einmal gespielt, als es in Englisch rauskam, habe ich mir gekauft. Jetzt habe ich mir nochmal geholt, weil ja die deutsche Synchro dabei ist, wieder mit dem Norman Matt, der auch in Monkey Island 3 die Synchro übernommen hat und ich fand ihn ja damals schon super geil. Das war ja auch das erste Monkey Island, was ich gespielt habe. Erst kam der dritte Teil, danach der erste, dann der zweite, dann irgendwann, ich überlege gerade, nee doch, dann habe ich den vierten gespielt und danach den fünften. Kann man machen. Und im dritten Teil habe ich, glaube ich, so mit am meisten durchgespielt. Und ich freue mich auch schon darauf. Ich glaube, das wird 1A. Das wird 1A. Aber ich habe jetzt erstmal ein paar andere Projekte, mal etwas. Ja, Adventures sind immer ein bisschen schwierig. Das mag nicht jeder gucken. Aber ich spiele es ja eigentlich auch mehr für mich dann nochmal und ihr dürft einfach bei mir zugucken. Deswegen, ja. Ich brauche nicht mehr viel sagen. Hört euch noch ein bisschen Musik an. Kauft euch den Original Soundtrack. Und ja,
seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn Freshflix irgendetwas irgendwie irgendwann spielt. Haut rein, bleibt fresh. Au revoir. Ciao. Fade away. Thank you.